Energieberater besuchen Privathaushalte und geben Tipps zum Energiesparen oder bieten allgemein Informationen zum Thema an. Das ist der Grundgedanke des Projektes Energiecheck Hameln-Pyrmont. Das Natur- und Umweltzentrum Hameln nahm die Idee des heimischen Kreisverbandes BUND auf, startete das Projekt zusammen mit Partnern und zog jetzt Bilanz für den Zeitraum 2012-2013. Und die fällt nach Ansicht des Energieberaters Thomas Cooper vom Umweltzentrum positiv aus. Rund 500 Beratungsgespräche, über 100 Energieberatungen und mehr als 70 Vor-Ort-Beratungen seit Mai 2012. Eine Bilanz, die sich mehr als sehen lassen kann, so Cooper. Ich bin da sehr, sehr zufrieden mit. Also ich hätte mir das nie ausgedacht, dass das mal so kommen würde. Dafür hat es aber auch wirklich sehr, sehr viel Energie gekostet. Sehr gute Kontakte. Der Herr Hermes vom BUND hat mich wahnsinnig gut unterstützt. Das muss ich an dieser Stelle auch mal ganz dringend sagen. Wir haben an Kunden aus dem sozial schwachen Bereich haben wir 22 Beratungsnehmer gehabt. Ich finde, gerade auf diesem Gebiet bedarf es einer großen Aufklärung, zum Beispiel der Menschen darüber, was bekommen die zum Beispiel in Hartz IV, was geben die letztendlich an Strom aus, dass man das Bewusstsein zu schaffen. Wo kann ich allein durch mein Verhalten, ohne dass ich was investiere, dann schon einsparen? Unter anderem begleitet wurde das Projekt vom BUND Berlin. Matthias Krümmel war aus der Bundeshauptstadt nach Hameln gekommen und schilderte seine Eindrücke von der Zusammenarbeit. Er lobte die aus seiner Sicht gut funktionierende Kooperation der verschiedenen Akteure hier vor Ort und hob dabei gleich einen wesentlichen Unterschied zwischen Hameln-Pyrmonter und Berliner Verhältnissen hervor. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Die Erfahrung, die ich jetzt hier machen konnte, dass es eigentlich eine fruchtbare Zusammenarbeit gibt zwischen Jobcenter, Stadtwerken, die ja hier kommunal besessen werden. Das haben wir in Berlin erst noch vor. Da kämpfen wir auch dafür, dass wir da auch eine Kommunalisierung oder eine Rekommunalisierung der Stadtwerke, eben der Netzbetreiber, eben hinbekommen im Moment. Ja, und das hat man hier eben schon als Effekt mitbekommen oder hier ist es eben schon sichtbar, welcher Akteur dann eben so ein kommunales Stadtwerk eben sein kann. Ähnlichkeiten, aber keine Überschneidungen, stellte der Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Weser Bergland, Tobias Timm, fest. Hier sei keine Konkurrenz zur hauseigenen und ähnlichen Kampagne Mach dein Haus fit entstanden, vielmehr sei es eine Ergänzung der eigenen Arbeit, so Timm. Wir haben ja bislang den Bereich Mieterhaushalte ausgelassen, haben uns nur gekümmert um ein, zwei Familienhäuser, um kommunale Liegenschaften, um dort erfolgreich auch Energiemanagementsysteme einzuführen. Und insofern ist es nun wichtig, dass wir unser Leistungsportfolio über diese BUND-Kampagne ergänzt haben, gut zusammengearbeitet haben, auch gezeigt haben, wo sich Schnittstellen finden lassen. Gerhard Durchstecher vom heimischen Jobcenter betonte die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Dem Jobcenter verdankt das Projekt die Übernahme der Personalkosten. Gut angelegtes Geld sei es, so Durchstecher. Das sei es sowieso, wenn es um das Thema Energiesparen gehe. Ob es das Projekt allerdings auch künftig geben wird, ist noch nicht klar, denn es läuft jetzt aus. Wie in vielen anderen Bereichen spielt auch hier das Thema Geld eine wichtige Rolle. Morgen, am Donnerstag, soll es dazu ein Gespräch mit allen Beteiligten geben, so Gerhard Durchstecher. Also ich erhoffe und erwarte, dass wir dieses Projekt fortführen. Es hängt im Wesentlichen von Geld ab, wobei ich eben sagen kann, dass wir einen Großteil der Personalkosten dazu beisteuern können. Aber es geht eben noch um solche Dinge noch wie Raumkosten, Sachkosten und dann eben durchaus noch eine Kofinanzierung für die Personalkosten im aber überschaubaren Umfang.